Leute, ich war nach lang mal wieder auf dem Fußballplatz und es hat sehr, sehr gut getan, mal wieder eine Challenge zu drehen. Ich habe keinen geringeren auf dem Platz gehabt als Lazar Samardzic oder Lucky genannt, der unter anderem bei Hertha BSC mit 18 sein Profidebüt gemacht hat, ist dann zu RB Leipzig. Unter anderem war sein Trainer Julian Nagelsmann und ist dann in die Serie A gewechselt und hat sich dann da zum Stammspieler entwickelt. Er hat nun als einer der Letzten die Chance gehabt, gegen Zlatan Ibrahimovic zu spielen. Und über diese Erfahrung reden wir auch in dem Interview, was unten verlinkt ist. Also das auf jeden Fall noch abchecken. Und auf jeden Fall, ich habe Lucky mal in dem Video unter die Lupe genommen. Wir haben ein paar Challenges gemacht und wir schauen, wie gut denn eine 68-rated Silberkarte in Real Life ist. Und was würdet ihr ihm für ein Rating geben? Und unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn dann erfahrt ihr, wie ihr sein Trikot gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Vamos! Yola Asere, Yola mi gente, was geht ab meine Besten, euer Boy Elmar Cubanito ist mal wieder back am Start und ja mi gente, ihr könnt es sehen, mal endlich wieder auf dem Fußballplatz und dafür habe ich kein geringer geholt als Lucky Samardzic. Brate, alles gut, kako se? Dobro, dobro, alles gut. Bist gerade eingeflogen oder mit Auto? Mit Auto, wohl 10 Stunden, ja, hart. 10 Stunden? Ja. Ja, mi gente, auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt nicht mehr so viel talken, weil wir haben ja bereits schon das Interview gemacht, habt ihr schon gesehen, falls noch nicht, unten abchecken, genauso wie das Video mit der Fußballmission. Haben wir auf jeden Fall ein paar geile Challenges gedreht für euch. Und ja, ich habe gehört, wir verlosen noch ein Trikot. Wir verlosen ein Trikot auf Ehre. Ja, schon unterschrieben. Und ja, der Gewinner kriegt's. Genau. Bis zum Ende des Videos dranbleiben. Glocke aktivieren, wisst Bescheid. Checkt an Insta. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Und bei mir auch direkt ohne Cut jetzt, damit die Leute auch sehen, ja, wie gut ist denn so ein Serie A-Spieler? Ja? Wie kommt der mit Druck klar, wenn jetzt alle hier leiden? Ja, mal sehen. Wie sind deine Skills in der Luft? Klar, Profifußballer muss nicht so gut sein, Freestyle, aber du bist ja auch Flügelspieler, Techniker, Zehner. Ja, ja, ja. Deshalb ja. Zeig doch mal deine Freestyle-Moves, was du so kannst. Der lockere einmal um die Welt ist ja dabei. Easy. Und dann der. Twellina Ui. Twellina Ui. Schon gezuckt. Den doppelten versuche ich auch. Ah. Zeig mal du, ja. Okay, okay. Yes. Auf locker. Paar kann ich noch. Oi! Der Skiller. Und was ist denn dein Lieblingstrick so? Hast du irgendeinen Lieblingstrick in Game? In Game, Lucky Skill Move? Ja, ich spiele sehr oft mit meiner Sohle. Das wissen viele. Und ich mache die Schussfinte meistens mit der Sohle. So dass die Gegner dann immer rutschen. Ja, den mache ich häufig im Spiel. Habe ich glaube auch schon mal gesehen auf jeden Fall. Ja. Also wir es noch finden. Weiß nicht, wie es ist mit den Rechten, werde ich ihn einblenden. Ja. Ja, ich würde zeigen. Zeig mal den jungen Ballers der Zukunft, wie der geht. Der Lachimo mit der Sohle. Mach ich. Was ist wichtig bei dem Trick hier zu beachten, oder? Ja, also ich tue so, als ob ich schieße. Und dann ziehe ich den Ball zur anderen Seite und dann schieße ich. Oder wenn noch ein Gegner kommt, nochmal. Das gleiche. Okay, okay. Alright. So, also, Lucky zeigt uns jetzt seinen Skill-Move mit der Sohle. Zuschauen und sehen. Und dem Shabab. Auf geht's! Wow. Ja, okay. Leute, das ist halt klasse. Sehr, sehr stark. Danke. Sehr gut, sehr gut. Dann ein anderes wichtiges Element. Sehr, sehr wichtiges Element. Vielleicht weißt du, Simon, kennst du eigentlich meine Videos? Schon sehr lange. Ja, ich verfolge ihn schon 5 Jahre mindestens. Wenn nicht sogar länger. Die Yoga Bonito Videos. So, Lucky, du bist ja Flügelspieler. Zehner. Zwar nicht die Nummer 10, kriegst du bald. 24 wegen deinem Geburtstag, zweiter. Ne? Ja, 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 25. Ja. Auf jeden Fall, ich würde zeigen, Lucky. Wie gut ist er eigentlich? Dein First Touch. Oh, easy. Und Abschluss, Abschluss. Ah. Fair, okay, not bad. Wie sind so deine Sidevolleys? Denkst du, kriegen wir hin? Ein paar hin und her? Ja, denke schon. Ja. Sollen wir probieren? Ja, können wir. Okay, Leute, wir versuchen jetzt 4-mal hin und her, mindestens. Ready? Touch! Und nochmal, go! Jawohl! Easy. Nein! So Leute, wir haben gesehen, wie gut der Mann an der Pille ist. Aber wie gut ist denn ein Serie A-Spieler unter Druck jetzt? Ist er vielleicht sogar angespannt? Man weiß es nicht mehr. Mal gucken. Neymar Touch, ja? Und nochmal, komm!
blöd an. Ah, da kacke ich. Egal. Ich würde sagen, stabile Technik auf jeden Fall. Danke dir. Ich würde sagen, wir haben genügend hier rum Freestyles gemacht. Jetzt geht's zu den Schüssen. Und ich glaube, machen wir ein paar Winkeltreffer, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mente, ich würde sagen, dafür rufen wir noch seinen kleinen Bruder. So, dem habe ich ja versprochen, ein Video. Genau, da haben wir uns ja kennengelernt mit Zecke. Schöne Grüße auch an Zecke. Tadir, alles gut bei dir? Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Freistöße schießen. Wer den schönsten Freistoß schießt? Der Profi muss ja zeigen, was er kann. Deshalb fängt der Profi an. Kein okay? Problem. Mach alright, alright. Erster Versuch. Gut, jetzt. So schießt man. Okay, Video ist Ende. Aber die Frage ist jetzt, kannst du 2 von 2? Ich glaube, er kann 2 von 2. Zeig ihm, wie es geht. Komm, wir zeigen von 2. Okay. Boah. Ja, egal. War stark, war stark. So, weiß ich, muss nachlegen. Der war schon stark. Ball ist aber schön. Aber Fußball kann natürlich auch viele. Boah. Okay, nochmal, komm. Meine Ansage. Ja, Lucky, da staunst du, ne? Ja. Das ist Kubanito leider. Auch der Profi muss mal so blöde gucken. 2 Schüsse geht's halt noch. 2 von 2. Das ist zwar kein Upper 90. Das reicht. Aber drin ist drin. Zeig mal her. Wo schießt du hin? Bitte oben rechts. Oben rechts, okay, Bro. Vollgas, okay? Klammer dich, Junge. Vollgas. Wird er der schönste Schuss des Tages schießen? Oh. Ja, Mann, voll Risiko, eh? Alter, der war voll krass. Risiko. So, Lucky wechselt die Seiten. Ja. Meine Damen und Herren. Im Spiel ist ja auch immer. Deswegen. Von hier immer lange Ecke. Und was sagst du so? Es gibt ja ein paar, die gucken zum Beispiel auf den ganz links in der Mauer, auf den in der Mitte in der Mauer oder halt auf den Torwart. Wo ziehst du hin normalerweise? Ne, ich mach's nach Gefühl immer. Ich zieh halt ins Eck als jetzt. Die Mauer steht ja auch nicht immer gleich, deswegen schaue ich das einfach so zu machen. Alright. Versuch es euch mal zu zeigen. Setzt du den Ball etwa von der Höhe? Ja, da jetzt. Auch so ein bisschen in Tag? Ja, genau. Ja. Okay, Leute, habt ihr gehört von Serie A-Profi. Von dem Winkel schwer. Ah, der muss senken, aber. Klaus, ja. Ja, Klaus. Schade. Lucky, schau zu und lerne, mein Freund. Dann kannst du im nächsten Spiel bei Serbien, Lazio. Wirst du eingewechselt? Ja. Wow! Was? Dark. Der Torwart ist echt nicht schlecht. Der wurde von. Okay, da dir. Oh. Komm, ich gönn dir, komm, probier nochmal. Nicht schlecht. Er macht diese Knuckleball-Technik, ja? Ja. Er versucht diese Knuckleball. So, Tadir. Auf geht's, in den Winkel. Wow, stark. Yes. Grande. So, Lucky. Serie A-Profi. Hält er den Druckstand von Kubanitos Videos? Er hält ihn. Oh. Ja, die Frage ist, kann man den halten? Den kann man nicht. Aber ich denke, es ist gefährlich. Er denkt schon gefährlich. So, oben rechts. Nochmal einen oben links. Schade. So, mein Hände, war am Ende alles ein bisschen chaotisch, aber ich würde sagen, der Benji, der kürt jetzt den besten Schützen, sprich das schönste Tor von heute. Schwere Entscheidung. Gratulation erstmal an euch dreien. Coole Schüsse. Ich würde Tadir gern küren als den riskantesten Schuss. Der ist wirklich ganz knapp am Winkel vorbei. Und zwischen euch beiden, na, die Linksfüßer, die haben es einfach im Blut. Ne? Also das waren echt schöne Dinger. Ich würde am Ende Lucky einen Hauch alright, schöner alright, den Schuss gönnen. Nehme ich mit. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Aber vielleicht gibt es eine Revanche. Rematch. Und dann wollte ich gerade sagen, dann bei dir, Udine, Stadion, was denkst du? Können wir da was machen? Auf jeden Fall. Alright, dann weiter. Ja, gut. Und Bruder, ich glaube, du hast in den Händen. Ja. Jetzt kommen wir noch zum Trikot. Ich habe hier ein Trikot für euch, Leute. Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Kuba sagt euch, was zu tun ist. Genau, dafür einfach von uns zwei die Instagram-Accounts natürlich folgen. Dann das Video liken, kostenlos den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und in die Kommentare Hashtag Gewinnspiel schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, checkt auf jeden Fall die Jungs ab, sind alle verlinkt, auch die Fußballmission. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.